Es gibt keine Wohnungsnot in Deutschland. Es gibt keine ständig steigenden Mieten. Die durchschnittlichen Netto-Kaltmieten in Großstädten wie Berlin liegen nicht bei 18 Euro je Quadratmeter. All das war so und das könnte auch jetzt so sein. Hätten diese Ampelregierung und die Merkel-Regierungen davor nicht Millionen ins Land gelassen, Millionen, die das versorgungssichernde Zauberwort Asyl auf den Lippen getragen haben. Denn bei fast allen wesentlichen Problemen in unserem Land handelt es sich um Kollateralschäden einer schädlichen Massenmigration. Seit knapp 10 Jahren haben wir eine durchschnittliche Einwanderung von mehreren Großstädten nach Deutschland. Jedes Jahr. Selbst wenn jedes Jahr die von der Ampel versprochenen 400.000 zusätzlichen Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt kämen, wären diese weitgehend als Unterkünfte für die ins Land gelassenen oder sogar geholten Einwanderer erforderlich. Aber diese immer wieder versprochene Neubauzahl haben Sie nie und werden Sie auch nie erreichen. Und das wegen der durch diese Regierung immer weiter erhöhten Kosten, dem Heizungschaos und der mitverursachten Inflation. Der Wohnungsmarkt muss entspannt werden. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber hierzu ist nichts zu finden im Haushalt von Frau Geiwitz. Der Haushalt ist völlig ohne Ideen und Sinn für das Wesentliche. Aber ich helfe gern. Mehr Angebot durch Neubau ist teuer und langwierig. Schnell und günstig ist dagegen, für weniger Nachfrage zu sorgen. Aber keine der im Bundestag vertretenen Parteien, außer uns, will die Hauptursache für die angespannten Wohnungsmärkte benennen, nämlich massenhafte Wohnungsnachfrage durch massenhafte Einwanderung, Herr Dahlerup. Genau das ist der Punkt. Kurzum, solange Sie eine Politik gegen Deutschland machen, werde ich das immer wieder erzählen, immer wieder. Das wird eine Weile dauern bei Ihnen, glaube ich. Kurzum, wir brauchen Remigration, um die Wohnungsmärkte zu entspannen. Wer einmal migriert ist, der kann natürlich auch zurückmigrieren. Stimmen Sie mir zu? Ja, ist ja auch logisch. Remigration ist technisch möglich, denn die menschengemachten von Ihnen Migrationsströme können umgekehrt werden. Remigration ist wirtschaftlich sinnvoll, denn die immensen Kosten der schädlichen Migration fallen weg und der Mietmarkt entspannt sich. Remigration ist moralisch geboten, denn alle Deutschen und anderen Einheimischen werden durch die derzeitige Situation massiv finanziell und in ihrer Lebensqualität geschädigt. Meine Damen und Herren, von CDU, CSU, FDP, den Grünen, SPD und Linkspartei insbesondere, das kann man ja anders sehen. Aber dann sind Sie halt inländerfeindlich, Herr Dahlerup. Niemand verlässt seine Heimat ohne Grund. Stimmt, der Grund ist meistens Sozialleistungen und eine Unterkunft in Deutschland. Insofern eine erfolgreiche Wohnungspolitik für unser Land heißt millionenfache Remigration.